Jetzt live aus München. Die Berliner Runde mit den Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017. Guten Abend, liebe Zuschauer hier in der Berliner Runde. Wir haben die Spitzenkandidaten und gleich mal die erste Frage an Frau Merkel. Heißt es jetzt Kanzlerschaft ade? Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Obama hat zu mir persönlich beim Candlelight-Dinner gesagt, Angie, hat er gesagt, Angie, you gotta do it. Das ist Englisch und heißt, du musst es machen. Ja, aber Sie haben doch Ihre Mehrheit heute verloren. Also auf solche juristischen Feinheiten kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Verstehen Sie, ich habe eine historische Mission. Und da schauen Sie sich um in der Welt. Putin, Trump, Petri. Und am Ende verstehen Sie sich alle noch. Wissen Sie, was das für den Weltfrieden bedeutet? Von der CSU begrüße ich Horst Seehofer. Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht? Das ist natürlich Unsinn. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht, das da lautet, Markus Söder um jeden Preis zu verhindern. Und damit werde ich auch weitermachen, so lange, bis Markus Söder zu alt ist, um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten noch genießen zu können. Das hat beim Prinz Charles auch ganz prima geklappt. Meine Damen und Herren, die SPD ist nicht mehr im Bundestag vertreten, deshalb auch heute bei uns nicht in der Berliner Runde. Aber wie ich höre, gibt es eine erste Reaktion von Sigmar Gabriel. Ja, auch gut. Konsequent, ja. Ja. Nun haben wir noch Frau Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Und der Linken? Ich weiß wirklich nicht, was gut sein soll an einem Abend, an dem immer noch 15% der Deutschen unter der Armutsgrenze leben. Mir ist dies zu viel. Mhm. Herr Hofreiter, zu viel Arme oder zu viel Pessimismus? Zu viel Senf. Haben Sie vielleicht eine Serviette für mich? Irgendwie was mit Umweltsiegel oder einem blauen Engel oder so? Wenn Sie einen blauen Engel brauchen, Herr Hofreiter, dann nehmen Sie doch Frau Merkel. Was? Was hat sie gesagt? Ich hab ganz recht. Ja. Populistin. Und last but least von der AfD die Wahlsiegerin, Frauke Petri. Frau Petri? Ja, es ist mir unangenehm, etwas zu sagen, wenn ich nicht vorher unterbrochen worden bin, worauf ich dann hinweisen kann, um mich als Opfer des Gesprächs zu evaluieren. Aber ich verspreche dem deutschen Volk, ich bin auch weiter gegen die da oben, auch wenn ich jetzt die da oben bin. Ja, 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 aber mal halblang, Püppchen, verstehst du? Hier, die da oben, die bin immer noch ich, ja? Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber ich bin immer noch eure Kanzlerin. Und wenn ihr es vergessen habt, hinter mir, da steht die New York Times, das ist Englisch und heißt Abendzeitung. Aber so sieht's aus. Aha. Ah, ja. Aber reicht das schon, um ihre Macht zu legitimieren? Ah, ich hab Atomwaffen. Weißt du, Angela, die gehören immer noch dem Donald. Ja. Mist. Okay. Ja, aber zeugt dieses Ergebnis heute nicht von einer gewissen Politikverdrossenheit? Andersrum wird ein Schuh draus. Ja? Ich traue dem deutschen Wähler nicht mehr zu, die Probleme Deutschlands lösen zu können. Ja, das ist absolut richtig, nicht wahr? Ja, wo ist denn, es doch, lass es raus. Wo ist denn der Wähler, bitte, wo ist denn der Wähler, der sagt, ich nehme eine wachsende soziale Ungerechtigkeit in Kauf, wenn ich dafür keine anständige Erbschaftssteuer bekomme? So ist es. Ach, ja, so ist es doch. Ja. Und wenn man eine Vermögensteuer anbietet, dann ist es ja auch wieder nicht recht. Wirklich. Herr Hofreiter, Sie wollten zwar die Vermögenssteuer, aber nur die für Superreiche. Ja, das war ja gerade das Gute daran, dass sie völlig folgenlos blieb. Ja. Aber ich muss mal auch sagen, wir hätten gut also das Konzept nicht auf andere Themen übertragen sollen. Ja, war eine brillante Idee. Tempolimit für Superschnelle.
ab 400 km/h. Ja, ja, Sie sind auch nicht sehr viel besser. Also für eine linkspopulistische Partei sind Sie reichlich unpopulär. Ich sage nur 5,5%. Was reden wir hier über 5,5%, wenn 62 Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung? Frau Wagenknecht, ich glaube, das ist jetzt Populismus, oder? Nein, das ist eine Zahl. Ja, aber die Zahl, auf die könnte sich auch Donald Trump berufen. Deswegen wird die Zahl ja nicht falsch. Ja, also, aber Sie übernehmen dann die Realität von Donald Trump, die Wirklichkeit. Ja, es gibt keine andere Wirklichkeit. Doch, unsere. Ja, also, wenn ich da mal was sagen darf, die Wirklichkeit, ja, ist ja von der Realität häufig nicht zu unterscheiden. Ja. Und die Realität ist doch, ich bin weiterhin eure Kanzlerin. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Ja, ja, Angela, du hättest ja auch weiter müssen dürfen, ne? Wenn du nur gewollt hättest, einfach das Wort Obergrenze ins Programm schreiben. Aber du wolltest ja nicht. Mensch, Horst, wir haben noch extra 2017 ein Dachgesetz zur Zuwanderung verabschiedet. Ja, was hat denn das Dachgesetz jetzt damit zu tun? Ein Dach ist vom Haus die was? Die Obergrenze. Ja, wenn ich das schon nicht verstanden habe, auch dann hat es der Wähler natürlich auch nicht verstanden. Ja, das ist noch komplizierter. Aber Dachgesetz. Deswegen. Dachgesetz, das ist doch wirklich ein gutes Beispiel für diese übertriebene Political Correctness, die es uns verbietet, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und die es auch diesen ganzen Gender-Wahnsinn verschafft hat. Aber ab heute Abend ist alles anders. Da kann man wieder ganz angstfrei sagen, ich fühle mich von einem Unisex-Klo ausgegrenzt. Ja, wieso? Sie dürfen doch da auch drauf. Ach so, aber ich muss doch nicht. Na, müssen tun Sie nicht. Guter Mann, woher wollen Sie denn wissen, wann ich muss? Ich muss immer noch, wann ich will. Das steht im Parteiprogramm der AfD und damit haben wir die Wahl gewonnen. Mit so einem Scharfscheiß haben die Wahl gewonnen. Ich pack's nicht. Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen, Angela, nicht wahr? Denn das ist ja auch die Lehre aus dem heutigen Wahlergebnis. Schluss mit der politischen Korrektheit. Nicht wahr? Die von der Leyen hat das auch gesagt. Was? Ja, und der Kretschmann auch. Ach, jetzt. Und deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Neger. Was ist jetzt? Entschuldigung, also, was ist jetzt? Nein. Ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Ich sag's gleich nochmal. Seehofer. Neger. Also, jetzt ist aber. Schlitzeauge. Jetzt hört du auf. Kanake. Also wirklich, Herr Seehofer. Ja, alter Pappen, du Kompostbeutel, du Arschmierder. Ja, genau. So schaut's aus. Vorsicht! Ich sage nur, wir von den Grünen, wir haben auch Erfahrung mit Unkorrektheit. Geht doch nicht. Mit Verlaub, Herr Seehofer, Sie sind ein Arschloch. Gut so, Anton, lass es raus. Ja, Angela, komm, jetzt lass es auch raus. Sag mir mal, was du von mir hältst. Nichts. Na, nicht so, nicht inhaltlich. Oh. Gar nichts. Okay, ja, jetzt streng dich heute mal ein bisschen an, Angela, nicht wahr? Beleidige mich. Also gut, du Söder! Au! Au! Aber das ist in Ordnung. Ich hab's herausgefordert. Mach gleich weiter, Angela. Was hältst du von der da? Von dieser Lilifee für Arme. Und von ihrem da? Vollkorn Jesus. Oder und die da hinten? Ja. Sohn Gabi. Sehr gut. Das ist ja ungeheuerlich. Hier fordern diejenigen das Ende der politischen Korrektheit, die selbst nie Opfer von Diskriminierung geworden sind. Sie gehören doch zum Establishment. Oh, das geht zu weit. Establishment, das ist genau die Sprache, die das politische Klima in diesem Land vergiftet. Ja. Frau Petri, wollen Sie nichts dazu sagen?
Warum sollte ich? Die AfD wirkt ja auch so. Und Sie werden sich doch wundern, was doch alles möglich ist. Wenn man sagt, man kann die Rente doch nicht privatisieren, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können eine ungerechte Steuerverteilung nicht noch ungerechter machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können die Muslime doch nicht zu Sündenböcken machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Hören Sie auf! Was ist denn das? Sie sind eine Parodie. Sie können gar nicht Kanzlerin. Sie sind nämlich nicht Angela Merkel. Und wenn man bei uns Fremden gegenüber endlich kein freundliches Gesicht mehr zeigen muss, dann ist das mein Land, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das sage ich Ihnen als Bundeskanzlerin. Meine Frau und Bundeskanzlerin, ein bisschen Kontenance, wir sind ja hier nicht in Österreich. Ja, alles. Meine Damen und Herren, es sind hier viele Leute zu Wort gekommen, die nichts zu sagen haben. Nun wollen wir mal denen zuhören, die keine Stimme haben und die etwas zu sagen haben. Ja, ich bitte Sie, wer soll denn das sein? Ja, also, was können Sie mir zeigen? Na? Sie wartet seit 40 Minuten drauf. Bitte. Melik Hiak. Guten Abend. Guten Abend. Also, guten Abend. Ja. Servus. Ja, setzen Sie sich doch. Ja. Grüß Gott. Charmant. Ja. Also. Wie kann es eigentlich sein, dass man ständig so ein paar Millionen Menschen einfach vergisst? Wir sprechen von 4 Millionen Ausländern, Entschuldigung, wir sprechen von 8 Millionen Ausländern, über deren Integration man permanent verhandelt. Aber dass diese Ausländer kein Wahlrecht haben, darüber spricht man nicht. Es handelt sich um Gastarbeiter, die vor über 50 Jahren einwanderten, dauerhaft hier leben, Kinder und Enkelkinder bekamen, Unternehmen gründeten und Arbeitsplätze schufen. Sie durften Filme drehen, Tore schießen, Preise gewinnen. Aber bitte nicht wählen. Ist das für eine Demokratie gesund und normal, dass man Millionen Menschen in staatsbürgerliche Pflichten nimmt, aber politisch nicht integriert? In 15 von 28 EU-Mitgliedstaaten dürfen EU-Ausländer wenigstens am Kommunalrecht, an der Kommunalwahl teilnehmen, wenn sie seit 3, 5 oder 7 Jahren da sind. In Schweden, Dänemark, Ungarn oder Großbritannien ist das so. In Deutschland leben seit über einem halben Jahrhundert Inländer, die als Ausländer behandelt werden. Sie haben dieses Land mit aufgebaut, es zu ihrem und zu ihrem Land gemacht. Würde man über Migranten, Türken und Muslime genauso verhandeln, wenn sie mitwählen dürften? Ich glaube nicht. Stattdessen würden politische Kommunikationsagenturen für viel Geld beauftragt werden, diese Gruppe gezielt sensibel und mit allen Regeln der Einseiferei anzusprechen. Man würde mit Steuererleichterungen und Staatsangehörigkeitsofferten nur so um sich werfen. Wie würden Bundestagswahlen ausgehen, wenn es auf einen Schlag Millionen zusätzlicher Stimmen gäbe? Mit allen Regeln der Kunst, mit rechtlichen, finanziellen, sprachtestlichen Hürden und nicht zuletzt mit entwürdigenden und verunglimpfenden Debatten hat man es geschafft, Millionen Menschen an der Einbürgerung zu hindern. Was ist mit Ihren Ängsten? Wen können die aus Protest wählen? Millionen Russlanddeutsche haben ohne Eignungstest den deutschen Pass bekommen. Millionen Migranten aus der Türkei bekamen Roland Kochs Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und also gegen das Wahlrecht. Millionen Ostdeutsche bekamen nach dem Fall der Mauer ohne Sprachtests und Demokratieprüfung das Wahlrecht. Millionen Immigranten und ihre Kinder erhielten nach dem Fall der Mauer Solingen, Mölln, Rostock, Hoyerswerda, Sarrazin, NSU, Pegida, die AfD. Wie viele Talkshows hat es über diese kolossal große Gruppe ohne Wahlrecht gegeben? Vor 250 Jahren warfen amerikanische Hafenarbeiter als Akt des Widerstandes Tee in den Hafen von Boston. Sie riefen No taxation without representation, keine Besteuerung ohne politische Repräsentation. Das war die Boston Tea Party. Die Migranten sollten, um Druck aufzubauen, alle Waren und Güter, die sie herstellen und besteuern, in die Flüsse auskippen. In den Flüssen würden Tonnen von Mercedesen, BMWs und Dönerkebab schwimmen. Ganze Kohlebergwerke und Stahlfabriken lägen in Main und Donau. Berlin ohne Gastarbeiter hätte es nach dem Mauerfall so nie gegeben. Auch Berlin würde jetzt in der Spree liegen. Vielleicht sollten Migranten in den Osten des Landes ziehen,
Dort könnten Sie Montag für Montag gemeinsam mit den Abgehängten und Besorgten auf vergoldeten Straßenbahnschienen und perlmuttenden Kopfsteinpflastern demonstrieren. Die einen gegen den vermeintlichen Verlust von Mitspracherecht, Heimat und Demokratie und die anderen für ein Wahlrecht, Mitspracherecht und Demokratie. Wie klingt das? Zu populistisch? Zu stark vereinfacht? Also, ich fand es grenzwertig. Um nicht zu sagen, obergrenzwertig. Ja? Ich denke nicht. Ich denke, es ist genau der Ton, der in diesen Debatten herrscht. So zu sprechen hieße, dass man den Gedanken der Anpassung ernst genommen hat. Wer so redet, wäre fabelhaft integriert. Hm? Frau Piak, wie viele Millionen Wähler haben Sie noch mal anzubieten? Ich bräuchte etwa ein paar Millionen.